Bogenschützen aus dem Truppenteil Otto Schlag hier bei einer nicht alltäglichen Bewährungsprobe. Häuserkampf steht auf dem Taktikausbildungsprogramm. Neue Gelegenheit für Soldaten und Vorgesetzte, die Kräfte zu erproben, das in vielen Ausbildungsstunden Gelernte klug und diszipliniert anzuwenden. Geführt werden die Genossen dieser Kompanie von Leutnant Strauchmann, junger Kommunist, kaum ein Jahr nach seiner Ernennung zum ersten Offiziersdienstgrad. Wie war eigentlich sein Einstand in der Truppe? Ich stelle mir im Leben immer ein Prinzip, wenn ich eine neue Aufgabe beginne, stelle ich mir immer das Schwierigste darunter vor. Und so ist das Leben für mich in der Truppe, hat so begonnen, eigentlich ohne Überraschung in negativer Hinsicht, ganz im Gegenteil positiv. Das hat sich insbesondere gezeigt in der Kompanie, der ich eingesetzt war im Praktikum. Dort wurde ich erstmal aufgenommen, wie einer, der schon immer bei Ihnen war und gesagt, ich habe dort meine Aufgaben von Anfang an gut erfüllen können. Neben ausgezeichnetem theoretischem Wissen hat ihm die Offiziershochschule vor allem dies vermittelt. Politische Überzeugung und bewusste Einstellung zum Dienst sind die ausschlaggebenden Faktoren hoher Gefechtsbereitschaft. Deshalb war er von Anfang an bemüht, jedem Soldaten Fertigkeiten zu vermitteln, die er im Kampf braucht. Ausruhen auf den Lorbeeren gibt es bei Leutnant Strauchmann nicht. Nach dem erfolgreichen Beginn seiner militärischen Laufbahn hat er nun im Jubiläumsjahr der DDR neue Ziele anvisiert. Im Rahmen des laufenden Wettbewerbs in diesem Ausbildungshalbjahr habe ich mir das Ziel gestellt, mit meiner Kompanie den besten Titel zu erreichen und damit gleichzeitig die Voraussetzung zu schaffen durch die Auszeichnung des Chefs der Landstreitkräfte. Über den Film wird sehr viel diskutiert und sind alle der Meinung, dass das Filmwerk eine gute Arbeit ist, also das, was zusammengetragen wurde, und es gibt sehr viel Gesprächsstoff darüber. Eine sehr große Resonanz gewesen. Man brauchte die Genossen nicht aufzufordern, sich diesen Film anzuschauen. Dieser Film hat mich sehr beeindruckt. Besonders die Aufnahmen der sowjetischen Frontsoldaten, die unter den harten Bedingungen des Krieges die Bilder des Kriegsablaufes gedreht haben. Einer dieser Frontkameramänner, Roman Karmen, der als künstlerischer Leiter der 20-teiligen sowjetisch-amerikanischen Koproduktion sein Lebenswerk vollendete. Gerade in diesen Wochen erinnern wir uns gern an seinen Besuch anlässlich des 30. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus, an einen Kommunisten, der mit seiner Waffe, der Kamera, immer an der entscheidenden Front stand. Die reichen Siege der Sowjetarmee im Großen Vaterländischen Krieg brachten auch unserem Volk die Freiheit, gaben ihm die Möglichkeit, ein neues Leben aufzubauen. So erhält der Filmzyklus Die entscheidende Front im 30. Jahr der DDR besonderes Gewicht, regt er jeden Soldaten zu noch gewissenhafterer Erfüllung des militärischen Klassenauftrages an. Wir tun es vor allem aus der Erkenntnis, kein Aggressor darf jemals wieder den mit dem Blut der Sowjetsoldaten hart erkämpften Frieden brechen. Yeah.
Kunsterlebnisse und aktive geistig-kulturelle Betätigung gehören zu unserem Soldatenalltag. Aus vielen Kompanie- und Regimentsclubs kommen deshalb immer neue Anregungen für eine jugendgemäße Sport- und Kulturarbeit. Der hohe Ausstattungsgrad der Truppenteile mit materiellen und technischen Mitteln schafft für eine allseitige geistig-kulturelle Betätigung gute Voraussetzungen. Sie werden dort am besten genutzt, wo Kultur und Kunst zielgerichtet im Dienst hoher Gefechtsbereitschaft stehen und alle Seiten des Soldatenalltags durchdringen. Über eine höhere Wirksamkeit der kulturell-ästhetischen Erziehung und Ausbildung beriet die politische Hauptverwaltung der NVA mit Kommandeuren, leitenden Politoffizieren, Künstlern und Schriftstellern der NVA sowie Lehrern aller militärischen Hochschuleinrichtungen. Generalleutnant Ernst Hampf, Stellvertreter des Chefs der politischen Hauptverwaltung der NVA, forderte im Referat, die sozialistische Kultur und Kunst noch wirksamer für die Erziehung sozialistischer Soldatenpersönlichkeiten zu nutzen. In den Beratungspausen wurde dann demonstriert, worauf es ankommt. Auf eine den jugendlichen Interessen entsprechende aktive Freizeitgestaltung, vor allem aber auf straffe Dienstorganisation und kulturvolle Umgangsformen, vom Wecken bis zum Zapfenstreich. Manche wertvolle Anregung machte hier die Runde. Gesprächspartner zu literarischen Themen war Oberstleutnant Walter Flegel, Mitglied des Vorstandes des Schriftstellerverbandes der DDR. Haupttenor der Diskussion: Uns allen liegt daran, die Erkenntnisse der marxistisch-leninistischen Ästhetik, den Reichtum sozialistischer Kultur und Kunst auch im militärischen Leben noch besser zu nutzen. Der Verteidigungsminister der Republik Sambia, Grey Zulu, weilte an der Spitze einer Militärdelegation in der DDR. Das Mitglied des Politbüros des ZK der SED und Minister für nationale Verteidigung, Armeegeneral Heinz Hoffmann, bezeichnete den Besuch als weiteren Schritt zur Vertiefung der Beziehungen zwischen Ländern, die im Kampf gegen Imperialismus, Neokolonialismus und Rassismus Verbündete sind. Während ihres Aufenthaltes in unserer Republik hatten die sambischen Militärs herzliche Begegnungen mit Werktätigen und Soldaten. Hier zum Beispiel im Artillerieregiment Rudolf Gübner, wo unsere Genossen ihr militärisches Können eindrucksvoll demonstrierten. Begleitet wurden die Gäste vom Stellvertreter des Ministers, Generaloberst Werner Fleißner. Verteidigungsminister Zulu dankte den Soldaten für ihre Leistungen. In angeregtem Gespräch interessierte er sich für die Ausbildung der Kanoniere sowie ihre Dienst- und Lebensbedingungen. Bei einem freundschaftlichen Treffen im Ministerium für nationale Verteidigung bat Armeegeneral Heinz Hoffmann seine Gäste, dem Volk Sambias herzliche und solidarische Grüße der Werktätigen und Soldaten der DDR zu übermitteln. Bilder von einem anderen Kontinent, von einem Land, dessen Volk mit uns auf dem Weg zum Sozialismus fest verbunden ist. Von dort überbrachten sie uns brüderliche Grüße. Die Genossinnen und Genossen des Ensembles der revolutionären Streitkräfte Kubas.
ihrem Programm echt kubanischer Prägung sangen und tanzten sich unsere Waffenbrüder überall in die Herzen des Publikums.